Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Snagit 2021. Es richtet sich etwas an die fortgeschritteneren Anwender von Ihnen oder zumindest diejenigen, die schon die Grundkenntnisse von Snagit können und das normale Aufnehmen, ein bisschen bearbeiten und Weiterleiten der Aufnahmen sehr, sehr gut hinbekommen. An dieser Stelle würde ich auch sagen, reicht das mit PowerPoint und wir können auch wirklich in Snagit und das eigentliche Thema von heute einsteigen. Bilder bearbeiten wie ein Profi mit Snagit. Gut, dann machen wir doch mal PowerPoint aus, denn das benötigen wir jetzt ja natürlich nicht mehr. Und die Änderungen, ja, speichern wir mal, das passt ganz gut. Und ich begebe mich rüber auf meine Windows-Umgebung. Sie müssten jetzt alle ein großes blaues S im Hintergrund sehen. Das ist mein Windows-Rechner. Die Demo machen wir heute auf Windows, wobei fast alles, was ich heute zeige, sich auch zu 95% auf dem Mac durchführen lässt. Ja, die Unterschiede zwischen den beiden Plattformen sind inzwischen sehr minimal geworden. Und als allererstes fangen wir doch mal an mit einer sehr typischen Frage, die wir auch von fast jedem Anfänger-Webinar bekommen, aber meistens nicht die Zeit haben, sie zu beantworten. Und zwar, wie entfernt man den Hintergrund aus einem Bild? Wie macht man den Hintergrund in einem Bild transparent? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn gibt ja viele Einsatzszenarien oder Möglichkeiten, wo das Ganze hilfreich ist. Und wir fangen jetzt einfach mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Ich habe da jetzt hier auch schon eins ausgewählt. Nehmen wir mal hier dieses Gemüsebild, das ich hier vor mir habe. Und wir wollen jetzt diesen rosanen oberen Hintergrund aus diesem Bild entfernen, sodass wir diese Grafik anderswo einfügen können, ohne diesen rosa Hintergrund, dass wir nur im Grunde das Obst sehen und vielleicht noch diese Tischplatte darunter. Einfach jetzt nur mal als Beispiel. Ja, und da gibt es in Snagit ein Werkzeug, nämlich den sogenannten Zauberstab. Dieses Werkzeug, das ist so ein Allgemeinwerkzeug der Bildbearbeitung. Das gibt es auch in anderen Produkten wie Adobe Photoshop, Corel und viele andere haben das auch. Aber Snagit selbstverständlich auch. Und das auch schon seit ein paar Funktionen. Und ich zeige Ihnen mal, Funktionen, Entschuldigung. Versionen. Und ich zeige Ihnen einfach mal, wie das Werkzeug funktioniert. Ich wähle also den Zauberstab aus. Und wenn Sie den Zauberstab hier oben nicht sehen bei der Bearbeitung, klicken Sie bitte auf Mehr und werden Sie den Zauberstab hier wahrscheinlich an der vierten oder fünften Stelle bei sich ebenfalls finden. Und allgemein der Hinweis, wenn Sie Werkzeuge hier oben nicht sehen, immer auf Mehr klicken. Je nach Bildschirmgröße werden verschieden viele angezeigt und alles, was in Snagit verfügbar ist, finden Sie dann hier in dieser Liste. Also ich wähle jetzt hier den Zauberstab, wenn er da oben noch nicht ist, und bekomme jetzt auch hier mein Zauberstab-Werkzeug ausgewählt. Und Sie sehen auch schon an meinem Mauszeiger, dass dieses Werkzeug nun ausgewählt ist. Ja, schauen wir uns jetzt, bevor ich eine Auswahl treffe, noch kurz die Eigenschaften für das Werkzeug an. Wir haben jetzt nämlich hier die Möglichkeit, einmal anhand dieses Schiebereglers die Details oder die Empfindlichkeit dieses Werkzeugs zu definieren. Ich bleibe jetzt einfach mal hier bei diesem Standard mit 12 oder 14 ist das normalerweise. Gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Die anderen Funktionen werden wir auch noch gleich ansprechen. Aber ich bleibe jetzt einfach mal da, wo ich bin, habe mein Zauberstabwerkzeug und ich klicke einfach mal auf die Farbe, auf den Hintergrund, die ich nun auswählen möchte. Dadurch wird Snagit nun sich dieses Bild anschauen und mir eine Auswahl vorschlagen. Und dann sehen wir auch schon, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, da können Sie hier anhand dieser gestrichelten Linie sehen, was der Bereich ist, den Snagit ausgewählt hat. Ja, hier beim Apfel hat das super schön geklappt, aber wir sehen auch schon, oder auch bei der Avocado und bei dem anderen Apfel und der Zitrone hat das sehr schön die Kanten der Früchte erkannt. Aber wir sehen, dass es hier bei den Orangen und was ist das, eine Pamplemousse, hat es nicht so gut geklappt. Deswegen gehen wir wieder rüber in die Einstellungen und probieren das Ganze noch einfach mal ein bisschen fein zu justieren. Und ich setze es jetzt einfach mal runter auf die 12. Mal gucken, ob er da ein bisschen besser macht. Ja, schieben wir das mal ein bisschen runter. Da wird die Auswahl aktualisiert. Ja, ziehen wir es noch ein kleines bisschen runter und hoffen wir, dass die Auswahl dann ein kleines bisschen besser getroffen wird. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ich musste wirklich ein bisschen runter auf 6 gehen. Das kommt wirklich immer auf die Bilder an, wie viele Farbverläufe da sind. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier oben noch und da noch einen zweiten Bereich. Den aktiviere ich oder markiere ich zusätzlich durch das Unterhalten der Shift-Taste. Kann ich mir diesen Bereich da hinzuklicken, als auch diesen Bereich. Und jetzt habe ich ziemlich durchgängig diesen rosa oder pinken, abendroten Hintergrund ausgewählt. Ja, wir sehen auch hier schön, dass die gestrichelten Linien ziemlich genau der Form von den Objekten folgt, die wir behalten wollen. Und auch diese Tischkante hier unten drunter ist nicht ausgewählt. Hier an der Stelle ist das nicht ganz optimal. Da müsste man vielleicht nochmal fein justieren. Aber für dieses Beispiel lasse ich das einfach mal. Und ich werde nun diesen Hintergrund entfernen.
Das geht über die Entferntaste auf meiner Tastatur oder mit einem Rechtsklick. Bevor ich das mache, würde ich aber ganz gerne noch die Aufmerksamkeit auf die Einstellungen noch einmal lenken. Denn dort sehen wir die Option Hintergrundfüllung. Also hier können wir definieren, was passiert eigentlich mit diesem Hintergrund, den wir gleich entfernen. Und da haben wir die Möglichkeit, den entweder automatisch ausfüllen zu lassen oder das Ganze transparent zu gestalten. Und wir lassen das wirklich transparent. Wir wollen den Hintergrund ja entfernen und nicht ersetzen. Und jetzt ist das alles ausgewählt und ich drücke die Entferntaste auf meiner Tastatur. Zack. Und nun habe ich diesen gesamten Hintergrund entfernt und er wurde durch eine Transparenz ersetzt. Diese Transparenz erkennt man auch daran, dass wir jetzt dieses Schachbrett-Karo-Muster im Hintergrund haben. Ja, und jetzt kann ich eigentlich hingehen, dieses Bild nehmen und ich kopiere das jetzt einfach mal hier über die Schaltfläche alles kopieren. Und dann begebe ich mich doch mal rüber hier in ein zweites Programm. Hier zum Beispiel das hier, da habe ich einen schönen Hintergrund und kann dieses Bild jetzt auch hier einfügen. Und dann sehen Sie auch schon, ich verkleine das noch mal gerade ein kleines bisschen, ja, dass ich das hier sehr schön einfüge. Der obere Hintergrund ist weg, die Tischkante und mein Obst sind aber noch da. Ja, und so funktioniert im Grunde im Ansatz dieses Werkzeug Zauberstab. Ich zeige das Ihnen aber ganz gerne noch einmal, und zwar in dem nächsten Beispiel. Da können wir nicht noch in die bisschen zusätzlichen Funktionen einsteigen. Ja. Sagen wir haben jetzt, ja. Entschuldigung, ist es möglich, dass wir Snagit ein bisschen größer machen und dein Videobild ausschalten? Ja, wir haben dann ein machen paar Fragen. Ja, wenn das so ist, dann mache ich es doch so. Ich mache mein Kameravideo aus. Dann müssen Sie mich leider später wieder sehen. Und dadurch wird mein Kamerabild dann etwas größer. Danke dir. Gern geschehen. Und hier auch der Hinweis für Sie selbst, dass Sie, glaube ich, in der Zoom-Anwendung, wo Sie jetzt gerade das Webinar sehen, dass Sie da auch selber das Bild vergrößern oder auch bestimmen können, wie groß Kamerabild und Screenbild sind. Aber in diesem Fall, jetzt sollten Sie eigentlich Snagit groß sehen können und nicht mal den Herrn Bollen. Das braucht man ja eh nicht. Es geht ja um Snagit. Also, zurück zu diesem zweiten Beispiel, Thema Zauberstab und Hintergründe entfernen. Typisches Szenario, ich habe das relativ häufig, ein Logo. Und das Logo irgendwo abfotografiert oder irgendwo reingeladen und es hat halt noch einen farbigen Hintergrund. Und den möchte ich ebenfalls entfernen. Und wir machen das Gleiche jetzt gerade einfach nochmal. Also ich gehe hier in meine Werkzeuge, Zauberstab oder wenn er hier nicht ist, unter mehr, Zauberstab. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Standardauswahl, die wir jetzt von vorn haben. Und ich wähle jetzt auch hier noch einmal das aus. Und dann sehen wir sehr schön, dass Snagit hier meinen grauen Hintergrund ausgewählt habe. Und wieder mache ich einen rechten Mausklick, löschen oder beziehungsweise die Entferntaste auf meiner Tastatur. Und jetzt habe ich auch hier mein Logo freigestellt. Aber jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass bei dem Logo hier das O und das E, als auch hier auf der linken Seite, ja, da sind noch graue Bereiche übrig geblieben. Deswegen würde ich Ihnen ganz gerne zeigen, wie man das umgeht. Ich mache das Ganze noch einmal rückgängig, hier über die Rückgängig-Taste in Snagit. Und ich gehe noch einmal in meine Eigenschaften und wähle nun die globale Farbauswahl aus. Ja, dadurch wird Snagit nämlich nicht nur die Graus auswählen, die hier zusammenhängen, sondern wird auch die einschließen, die allgemein im Bild verfügbar sind. Und das mache ich jetzt mal kurz, globale Farbauswahl. So, und jetzt sehen wir auch hier, dass das O und das E, also diese Innenbereiche, mit aufgegriffen wurden, als auch das I und diese andere Umrandung. Ja, und jetzt kann ich das vom Detaillevel noch ein bisschen anpassen, damit da auch die Ränder wirklich schön sauber erfasst werden. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und jetzt löschen wir das einfach mal mit der Entferntaste auf der Tastatur. Zack. Jetzt haben wir auch hier wieder unser Logo auf einem transparenten Hintergrund. Auch das kopiere ich, gehe wieder in mein zweites Dokument oder wo ich das Logo brauche, füge es ein, mache es dann noch ein kleines bisschen kleiner und schon habe ich mein Logo auf einen anderen farbigen Hintergrund einfügen können. Muss man natürlich hoffen, dass die Branding Police bei der Firma das auch zulässt. Gehen wir wieder zurück zu Snagit, denn wir können hier noch ein paar andere schöne Sachen jetzt machen. Der Hintergrund ist jetzt momentan transparent. Das, wie gesagt, das erkennen Sie ja an diesem Karo-Muster. Ich kann jetzt aber hingehen und die Leinwandfarbe auch ändern. Das geht mit einem Rechtsklick. Ganz, ganz unten sehen wir dann die Option Leinwandfarbe. Da kann ich draufklicken, kriege dieses kleine Fenster und kann jetzt bestimmen, welche Farbe im Hintergrund von meinem Dokument sein soll. Also transparent, aber ach, probieren wir doch mal aus, wie das Ganze auf zum Beispiel einem blauen Hintergrund aussieht. Und ich drücke OK. Ja, okay, das könnte besser sein. Ich gehe noch mal. Probieren wir es nochmal aus. Ich probiere nochmal Leinwandfarbe und probieren wir mal ein helles Grau aus. Hier machen wir noch ein kleines bisschen heller. So, probieren wir es mal in diesem Bereich. Sieht doch ganz gut aus. Und dann bestätige ich auch das und habe auch hier dann die Hintergrundfarbe
angepasst. Oder wie gesagt, ich kann auch wieder rechter Mausklick, Leinwandfarbe und das Ganze wieder auf Transparent setzen. Dann ist auch dies getan. Wir können den Spieß auch umdrehen, wenn wir jetzt ein negatives Logo haben wollen. Also ich gehe nochmal ganz zurück zu meinem Original. Bitteschön, hier und auch hier mache ich meine Auswahl mal weg. Das ist jetzt wieder ein flaches Bild. Und ich bleibe weiterhin im Zauberstab, globale Farbauswahl. Doch statt dem Grau wähle ich an dieser Stelle jetzt einfach mal mein eigentliches Logo aus, sprich mein Lila. Und auch das kann ich entfernen. Habe jetzt hier so eine Umrandung. Okay, ein bisschen Lila ist noch mit dabei. Dann müsste ich das vielleicht noch einmal machen mit einer bisschen größeren Auswahl. Machen wir mal so, das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, das ist schon ein bisschen sauberer. Und kann dann jetzt auch hier, ups, falsch geklickt, rechter Mausklick, Leinwandfarbe. Und dann machen wir doch mal hier eine andere Sorte von Lila dahinter. Und dann taucht auch dies hinzu. Ja, ich würde noch gerne hinzufügen, dass dieses Zauberstab-Werkzeug sehr gut bei einfachen Farben und bei Software-Anwendungen und so weiter funktioniert. Wenn Sie es aber probieren, wirklich auf richtige Fotos anzuwenden, ich gehe nochmal hier hin und jetzt wirklich probieren wir mal hier das ganze Orange aus der der Orange zu entfernen, funktioniert das Ganze nicht so gut. Ja, und in dem Sinne ist es wirklich für Fotos oder für einfarbige Hintergründe ist es oder wenig farbige Hintergründe funktioniert das sehr, sehr gut. Aber wenn man wirklich komplizierte Farbpaletten und Verläufe hat, ist das nicht ganz so ideal. Gut, kurzer Blick auf meine Notizen, dass ich zu der globalen Farbauswahl und dem Hintergrund entfernen alles erzählt habe. Soweit ich sehe, ja. Und bevor wir jetzt hier zu Fragen nehmen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen weitermachen mit dem Konzept der Hintergründe entfernen und der Hintergründe entfernen und Sachen ein bisschen manipulieren. Hierzu öffne ich nun einen zweiten Screenshot von mir. Den kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie schon andere Webinare von mir durchgemacht haben. Das ist so das typische Dashboard, das ich ganz gerne benutze, um es zu manipulieren. Und das ist nun ein flacher, ganz normaler Screenshot von dieser Webseite. Und jetzt kommt es bei meiner Arbeit oft vor, dass ich diese Screenshot-Elemente auch manipulieren oder mal verändern muss. Anpassen, entfernen oder oft auch einfach nur etwas vereinfachen, dass die ganzen nicht so kompliziert wirken. Hierzu gibt es in Snagit, oder was sich in Snagit hierfür zu sehr gut eignet, ist das Auswahlwerkzeug. Das finden Sie auch wieder hier oben, beziehungsweise im Dropdown, ist meistens an der obersten Position. Und dieses Auswahlwerkzeug bietet mir verschiedene Formen, wobei ich meistens das Viereck benutze. Es hat auch hier wieder die Hintergrundfüllung, also die Möglichkeit des automatischen Füllens. Das schauen wir uns gleich an. Und dann noch etwas auf Objekt einrasten. Das werden wir uns gleich auch noch anschauen. Ich bleibe jetzt aber hier beim einfach ganz normalen Standard. Auswahl, Viereck und ich wähle automatisch Ausfüllen aus und bleibe hier bei Geschwindigkeit. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, was passiert. Wenn ich nun zum Beispiel dieses Feld User Activity nicht mehr benötige und nicht mehr haben möchte, ich kann das nun auswählen und ich kann nun diesen gesamten Bereich, ja, nach meiner Auswahl einfach nehmen und an eine andere Stelle ziehen. Dadurch wird mein Bildschirm erweitert und was ich hervorheben möchte, ist, dass hier automatisch der Hintergrund grau aufgefüllt wurde, weil ich hier das automatische Ausfüllen aktiviert hatte. Ich gehe nochmal eins zurück, wähle die nochmal aus, einfach zum Vergleich. Ich lasse die Transparenz ausgewählt. Dann sehen Sie hier, haben wir jetzt ein Loch im Grunde in unser Bild reingeschnitten. Das ist manchmal auch erwünscht. Aber wenn man weiß, man will das einfach nur löschen oder verschieben und der Hintergrund soll die gleiche Farbe behalten, dann geht das damit sehr, sehr gut. Und dann schieben wir das doch einfach mal hier ein bisschen auf die Seite. Vielleicht muss hier noch eine andere Option eingebaut werden. Dieses Bild oder dieses Objekt ist nun verschiebbar. Ich kann jetzt auch vom Bild wegklicken und es wieder aufnehmen. Und es bleibt weiterhin ein verschiebbar und auch veränderbares Element. Das kann man auch leicht vergrößern. Wenn ich dies aber nicht mehr haben möchte, kann ich mit einem rechten Mausklick genau dieses Element auch wieder verflachen. Dadurch wird das sozusagen mit dem Hintergrund eingebrannt und es wird wieder ein durchgängiges Bild, wo ich das jetzt auch nicht mehr direkt auswählen und verschieben kann. Gut, zeigen wir nun aber, oder ich möchte gerne zeigen, wofür Objekt einrasten ist. Denn das macht die ganze Sache nochmal eine Nummer schicker und angenehmer. Nehmen wir jetzt nun diesen zweiten Kollegen hier, User Conversions. Ich mache auch hier meine Auswahl und ich wähle nun aber statt, eigentlich die gleichen Einstellungen, aber ich wähle nun auf Objekt einrasten.
Ja, und jetzt hat er probiert, in diesem Bereich etwas zu erkennen und hat mir in diesem Fall wirklich nur den Text erkannt. Ich will aber ein bisschen mehr haben. Und hier ist auch mein Tipp, dass man wirklich mit diesem Schieberegler fast manchmal bis zu 90 gehen muss oder fast über die 100 raus, bis er dann den Bereich erfasst, den man auch haben möchte. In meinem Fall ist das nämlich genau dieser Kasten hier. Das sieht jetzt aber recht gut aus. Und in dem Fall nehme ich jetzt auch wirklich nur diesen Kasten und kann auch diesen Kasten, ich setze ihn mal hier runter, an die Seite verschieben. Und auch hier wurde wieder der Hintergrund ausgefüllt, weil ich diese automatische Hintergrundfüllung am rechten Bereich ausgewählt habe. Und das geht auch nochmal anders. Ich bin weiterhin in der gleichen Auswahl, Objekt einrasten und mit einer relativ hohen Empfindlichkeit. Und sagen wir, wir wollen hier oben dieses Feld verschieben, ausgewählt. Und dann schieben wir es hier rüber. Ich lasse das Ganze los. Und auch hier hat das wunderbar geklappt. Also wenn man oft Screenshots verarbeiten muss, anpassen muss, nachbearbeiten muss, ist das sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man kein, ja, wenn man nicht selbst ein großer Designer ist, sondern einfach sich so ein bisschen von den anderen, andere Elemente gerne ausleiht, wie zum Beispiel so ein Icon, dann kann man sich die damit ganz gut schnappen und anderswo hinschieben und so seine Mockups machen, ohne selbst jetzt groß in die Bearbeitung einsteigen zu müssen. Also wie gesagt, Sie können Ihre Auswahl treffen, wenn Sie auf das Objekt einrasten, ich mache das nochmal hier, ja, probiert Snagit dann automatisch die Objekte auch wirklich zu erkennen. Wenn Sie das deaktiviert lassen, nimmt es nur den gesamten Bereich. Und mit der Hintergrundfüllung können Sie Hintergründe, vor allem einfarbige Hintergründe, sehr schön ausfüllen oder das Ganze auch transparent gestalten. Ja, ich sagte jetzt automatisch die einfarbigen Hintergründe einfüllen. Das stimmt. Also ich zeige jetzt mal den Vergleich. Wenn ich jetzt hier aus der Orange in der Mitte probiere, was rauszuschneiden. Ich probiere es mal im Runden, vielleicht klappt es ja echt ein bisschen ganz gut. Ja, automatisch ausfüllen ist ausgewählt. Ich entferne das. Da sehen Sie, dass das Ganze so ein bisschen verzogen hat, weil es einfach nicht auf Fotos optimiert ist. Aber wenn wir jetzt hier in, ich gehe nochmal hier hin, in einem Screenshot sind, da funktioniert das sehr gut, gerade bei einfarbigen Sachen. Aber es kann auch ganze, ja, mehrere Farbverläufe mitnehmen. Ich zeige das Ihnen mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich nehme das Viereck, Entschuldigung, hier den Kalender mitnehme, diesen gesamten Abschnitt und der zieht sich bis, sehen schon hier, vom Dunklen ins Helle rein und wieder ins Dunkle, habe ich jetzt auch markiert, kann ich entfernen und auch hier hat dann Snagit das Dunkle und das Helle gut erkannt, weil es sich um relativ einfarbige Bereiche und Hintergründe handelt. Gut, gehen wir weiter in Sachen Bildmanipulation, denn das, was ich gerade gezeigt habe mit dem Auswählen und dem auf Objekten einrasten, kann Snagit nämlich noch eine Nummer besser. Und das ist das Verschieben oder Smart Move Werkzeug. Und ich würde jetzt mal raten, dass die meisten von Ihnen dieses Werkzeug gar nicht kennen, weil es sich wirklich hier und dort versteckt. Ja, und deswegen zeige ich das sehr, sehr gerne, weil es genau diese Manipulation von Objekten auf dem Bildschirm nochmal drei Nummern schöner macht. Ich bin jetzt, wie gesagt, im Werkzeug verschieben. Wie gesagt, wenn Sie es nicht sehen, schauen Sie bitte hier drin. Ja. Und als nächstes aktiviere ich den Smart Move. Dadurch wird Snagit meinen gesamten Screenshot hier analysieren und nach verschiebbaren Objekten oder nach Objekten suchen. Das kann Text sein, das können aber auch Icons sein. Und jetzt sollten wir gleich, das dauert meistens eine Sekunde, eine kleine Übersicht sehen von den verschiedenen Bereichen, die es erkannt hat. Ja, das hat so kurz blau geflasht und wenn ich jetzt auch hier meine Maus drüber bewege, sehen wir, dass viele von diesen Objekten auf einmal so ein bisschen freistehende Objekte geworden sind. Ja, manche sind ein bisschen größer geblieben, manche sind kleiner geblieben. Das ist aber für die erste Auswahl gar nicht so verkehrt. Und mit Smart Move aktiviert kann ich nun im Grunde alle bearbeiten, sind nicht wirklich Ebenen, aber Objekte kann ich nehmen und verschieben. Also ich nehme mal dieses Dashboard. Und ich ziehe auch hier diese ganze Option Dashboard vielleicht mal nach unten, weil die in der neuesten Version unserer Software angepasst wurde. Und auch hier sehen Sie, greift die automatische Hintergrundfüllung wieder. Das heißt, wir haben jetzt den hier hingeschoben. Dieses Icon von gerade eben brauche ich ja eigentlich auch wieder hier oben bei den Projekten. Schieben wir es nochmal dahin, wo es hingehört. Sehr gut. Auch hier oben das Objekt mit dem Sprecher oder dieses Icon wollen wir eigentlich gar nicht haben, deswegen markiere ich es und kann es dann mit der Entferntaste löschen, löschen und löschen. Ja, und das Gleiche geht auch hier mit anderen Objekten noch, die noch Teil dazugehören. Also wenn es zum Beispiel das von vorn brauchen, vielleicht doch nicht mehr, kann ich auch dies löschen und so weiter und so fort. Und da ist gerade dieses Smart Move sehr, sehr gut, weil es ja bis runter auf die einzelnen Icons die Objekte erkennen kann und es Ihnen die Möglichkeit gibt, einen flachen Screenshot einfach nochmal durch Click und Drag anzupassen, Sachen rumzuschieben oder halt auch zu löschen.
Hier würde ich ganz gerne noch eine kleine Funktion dazu zeigen, die ebenfalls in Smart Move integriert ist. Die kennen Sie vielleicht auch. Das ist nämlich das Textbearbeiten in Snagit. Wenn wir nämlich hier oben dieses Wort Dashboard zum Beispiel haben und ich im Smart Move Modus meinen Mauszeiger darüber bewege, sehen Sie, dass sich mein Mauszeiger hier schon in so ein Texttool umverwandelt. Und dann kann ich, wenn ich das möchte, mit einem Doppelklick diesen Text dann nochmal anpassen. Das nennen wir jetzt nämlich einfach mal, ist nämlich kein Dashboard, sondern ein Overview Panel. Wurde mal umbenannt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und die Snagit probiert auch hier die Textart und Schriftart und so weiter so gut es geht zu treffen. Wir sind halt nicht perfekt, aber das ist ja meistens schnell angepasst. Ich passe auch das wieder an und habe jetzt auch hier meinen Screenshot nochmal nachträglich aktualisieren können, ohne ihn neu aufnehmen zu müssen. Und das lief auch wieder über dieses Smart Move Werkzeug, wo dann die Textbearbeitungsfunktion mit integriert ist. Also nochmal zusammengefasst mit diesem Smart Move, was sich unter Verschieben versteckt. Wenn das aktiviert ist, ich mache es nochmal aus, wird Snagit einen flachen Screenshot analysieren und bearbeitbare Objekte und Formen erkennen und sie mir gleich dann als zum Bearbeiten anbieten. Ja, das dauert eine Sekunde, da sieht man auch so einen kleinen blauen Flash. Oh, das brauche ich jetzt nicht. Screenshot-Verschlüssel machen wir ein anderes Mal. Und danach kann ich dann hier reinkommen, die Objekte auswählen, löschen, Texte neu anpassen und so weiter. Und es ist ein wirklich praktisches Tool, um Screenshots im Nachhinein noch einmal anpassen zu können. Gut. An dieser Stelle würde ich doch kurz fragen, Claire und Fabiana, wie sieht es denn bei euch in den Fragen aus? Haben wir irgendwelche relevanten Kommentare oder so, die ich an dieser Stelle sehr schön aufgreifen und zeigen könnte? Ja, es gibt ein paar zu die erste Teil. Mhm. Genau, und kannst du wieder zurück zu dem Äpfel-Obst-Bild gehen? Gerne. Und du siehst hier unten links, da ist ein kleiner Fehler. Also wenn der da beim Apfel. Bild, ja. Genau. Ist es möglich, das zu ändern, zu korrigieren, ja, ohne alles von vorne anzubeginnen? Jein. Also an dieser Stelle, weil wir, gute Frage, ich zeige das jetzt mal, wie ich das bearbeiten würde. Ja, und diesen Fehler, wie man das perfektioniert, würde ich folgende Weise machen, indem ich, nachdem wir eigentlich nur zwei, drei Schritte gemacht haben, gehe ich nochmal aufs Original zurück. Und hier komme ich auch schon zu einem super Tipp für alle, die wie ich sich mal verfranst haben. Ja, da kann man nämlich in Bild, nein, Entschuldigung, bearbeiten, kann man nämlich natürlich rückgängig gehen. Ich kann jetzt fünfmal den Rückgängig-Knopf drücken und komme wieder zu meinem Originalbild. Ich kann aber auch sagen, Ausgangszustand wiederherstellen oder Original wiederherstellen. Und dadurch wird Snagit alle Bearbeitungsschritte, die bereits an dem Bild gemacht wurden, wieder rückgängig gemacht werden. Also sie kommen wieder zu ihrer Originalaufnahme, egal wie sie die verhunzt oder verarbeitet haben, kommen sie wieder zurück an den Anfang. So wie ich jetzt gerade auch bin. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Bereich anschauen, da zoome ich auch mal heran, dann sehen Sie auch hier unten ist die Zoom-Option. Das ist jetzt wirklich nur für die Ansicht. Und da sehe ich auch schon sehr schön das Problem, dass der Apfel hier im Grunde ja fast die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund. Also es wird nicht leicht, aber wir machen es trotzdem. Also ich zoome noch mal ein bisschen raus, damit wir das ganz gut sehen. Dann gehen wir wieder in meine Auswahl Wer, suchen unseren Zauberstab, Abracadabra, hier haben wir den. Und ich bleibe auch hier einfach mal wieder bei dieser normalen Auswahl. Ich drücke noch mal drauf, mal schauen, wie der ginge. Ach genau, das war zu viel, deswegen passe ich das an. Ich glaube, wir hatten 6 gehabt, das hat vorhin ganz gut geklappt. Bisschen Trial and Error. Und ja, ich probiere es noch mal ein bisschen anders. Vielleicht kann ich auch einfach noch einen anderen Bereich auswählen hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt fokussieren wir uns hier wirklich auf die untere, obwohl Shift halten, also Umschalttaste gedrückt halten, dass ich auch noch die anderen beiden Bereiche oben mitnehme. Und jetzt gehe ich und zoome ja mal da unten die rechte Ecke ran, dass wir uns die ein bisschen genauer im Detail ansehen. Ja, Sie merken ja noch, meine Auswahl ist momentan auch aktiv. Da muss ich ein bisschen vorsichtig klicken, dass ich die nicht durch einen zweiten Klick wieder aufhebe. Und an der Stelle gehe ich jetzt in mein Auswahlwerkzeug. Denn Auswahlwerkzeug und Zauberstab gehen wirklich ein bisschen Hand in Hand. Und jetzt würde ich sogar sagen, ich probiere es mal mit dem Rechteck. Und ich muss jetzt jetzt muss ich genau nochmal schauen. Umschalttaste ist nämlich das Falsche. Ist es die? Oh, nein, ist nicht die Windows-Taste. Entschuldigung, das ist auf der virtuellen Maschine nicht immer ganz so leicht zu treffen, welche Taste man da treffen muss. Ich glaube, meines Wissens ist es die Alt-Taste.
müsste jetzt eigentlich so ein Minus erscheinen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Nee, das war jetzt noch nicht ganz das Richtige. Machen wir das nochmal die. Ups. Ach, da greift meine Kurztaste nicht auf der Tastatur, mit der ich meine Auswahl rückgängig machen kann. Das ist natürlich jetzt der perfekte Demo-Effekt. Denn es gibt die Möglichkeit, ich muss jetzt mal gerade. Nee, das ist nicht. Auch nicht. Steuerung eventuell? Ja, ich habe auf meinem Mac keine richtige Steuerung. Ich glaube, deswegen greift es gerade auf Windows nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Okay. Claire, vielleicht könntest du ja mal auf deinem Computer in der Zwischenzeit gucken. Mach mal einen Screenshot, eine Auswahl und halt dann mal die Modifier-Tasten gedrückt und sag mir dann, welche man auswählen müsste, damit das Ganze dann auch greift. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal auf einen kleinen anderen Weg. Ich gehe nochmal hier auf Größe anpassen, dass wir das Gesamtbild sehen. Und ich würde jetzt auch hier, dann vielleicht einfach, kann man dann auch so machen, dann nehme ich jetzt mal hier diesen unteren Bereich aus. Ich wähle den jetzt mal aus, auch nochmal hier mit Steuerung, dass wir dann auch wirklich hier genau den Bereich eigentlich drin haben, der nicht genommen werden soll. Und den kopiere ich jetzt einfach mal ganz einfach durch Kopieren. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht der optimale Weg, das zu lösen, aber ein Weg, das zu lösen. Dann gehe ich jetzt in meinen Zauberstab rein, lösche oder wähle wieder meinen Hintergrund. Ah, das klappt ganz gut. Nehmen wir noch die Mitte damit. Zu viel des Guten. So. Ach, komm, so, ich probiere das nochmal gerade. Der hat sich gerade verklickt. Tut mir leid, das war jetzt natürlich nicht ideal. Nehmen wir den Rand noch mit und da oben auch noch. So wie zuvor. Und dann lösche ich den Hintergrund. Habe jetzt hier wieder meine unschöne Kante, habe aber in meiner Zwischenablage noch das Bild von zuvor. Füge das nun ein als zweites Standbild und kann das jetzt hier vielleicht drauflegen. Muss es dann noch ein bisschen anpassen, aber habe das dann so wieder hergestellt. Ja, das mit der Überlagerung ist nicht ganz ideal gewesen. Also besser ist es, wenn man hier bei der Auswahl dann von der Auswahl etwas, ja, mit der Umschalttaste kann ich was dazu rechnen, wie Sie jetzt gerade sehen. Aber ich kriege jetzt leider nicht die richtige Taste auf meinem Mac gedrückt, um die Auswahl auch wieder negativ zu gestalten. Aber das gibt es auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich diesen Bereich dann noch mal deselektiert und dann den Rest entfernt. Gut, Claire, haben wir an dieser Stelle noch weitere Fragen zu diesem Tool oder zu dieser Funktionalität allgemein? Auch Fabiana. Haben wir. Macht das einen Unterschied bei Hintergrund zu ändern, ob man einen Greenscreen benutzt oder nicht? Also, ob man jetzt hinter sich einen Greenscreen hat, also man kann ja sehr gut um den Hintergrund eines Bildes zu verändern, wir gehen nochmal hier zurück zu unserem normalen Bild, müssen wir in der ersten Regel den Hintergrund einfarbig oder transparent gestalten, damit das sehr gut funktioniert. Ja, in diesem Fall habe ich natürlich ein schönes Beispiel gewählt mit dem Obst. Das hat zwar einen kleinen Farbverlauf, aber lässt sich ansonsten sehr gut auswählen. Wie sieht das aus mit einem Greenscreen? Greenscreen funktioniert natürlich auch super. Ich zeige das auch mal gerade. Ich gehe jetzt mal gerade auf meine Mac-Umgebung. Ich sitze nämlich vor einem Greenscreen und ich zeige das jetzt einfach mal. Ich mache dazu auch mal ein kurzes Video an mit meiner Webcam, damit ich einfach mal einen kurzen Screenshot von mir vor dem Greenscreen bekomme, damit wir das ausprobieren können. Kamera ist an. Mache ich den auch noch mal gerade ein kleines bisschen groß, dass wir das ausprobieren können. So, kurz in die Kamera gucken. 3, 2, 1. Viel brauche ich hier nicht. 3, 2, 1. Ich brauche nur ein Bild mit Greenscreen. Stopp gedrückt. So. Ja, ich hoffe, Sie können mir kurz folgen. Also ich habe jetzt ein kurzes Video gemacht, das sich jetzt hier auf meinem anderen Snagit öffnet. Und aus diesem Bild greife ich nun ein Bild ab, ein Standbild, und bringe das nun rüber auf die Mac-Seite. Ja, das ist jetzt meine Zwischenablage. Und auch hier schon ein nächster kleiner Tipp. Also ich habe das oft, dass ich irgendein Bild auf der Zwischenablage habe und das in Snagit öffnen möchte. Und hierzu gehe ich einfach auf Datei, Neu. Doch statt einfach ein neues Bild zu wählen, wähle ich dann neu aus der Zwischenablage oder Steuerung-Umschalttaste N. Und dann wird es das Bild, das ich auf der Zwischenablage habe, öffnen und automatisch hier an diese Größe anpassen. An die Größe anpassen, wie das Bild eigentlich auch war. Und jetzt kommen wir zum Thema Greenscreen. Also wenn ich jetzt hier ein Bild habe, das vom Sprecher vielleicht vor einem Bildschirm oder einer einfarbigen Hinterwand ausgewählt wurde, habe ich hier ein relativ eindeutiges, ja, klares Farbbild. Und das lässt sich dann natürlich mit dem Zauberstab auch wieder sehr schön entfernen. Ich bleibe jetzt einfach mal hier bei dem Transparent, wähle das Grün aus. Okay, das muss ich die Transparenz ein bisschen hochfahren.
Ja, ein bisschen zu viel des Guten. Kann ich vielleicht auch noch hier mit der Umschalttaste noch eine zweite Auswahl treffen. Auch nochmal hier dazu. Und diesen dunklen Rand da oben. Ja, kann man auch hier nochmal ein bisschen mitspielen. Aber ich denke, das ist ganz gut. Transparenz ist ausgewählt. Ich lösche das Ganze. Schneide es noch ein kleines bisschen zurecht. Und habe jetzt auch hier ein Bild von einem Sprecher oder einer Person oder einem Objekt freigestellt. Aber die Grundlage war halt, dass der Hintergrund relativ einfarbig und daher auch leicht auszuwählen war. Hätte ich mich jetzt von einem bunten Bücherregal aufgenommen, wäre das Ganze sehr schwer geworden. In dem Fall würde ich wahrscheinlich sogar plädieren, dass man sagt, statt mit der Auswahl zu arbeiten, arbeitet man hier mit dem Freihandzeichenwerkzeug, zoomt hier vielleicht noch ein kleines bisschen heran, wie ich das jetzt hier habe, und dann klicken und ziehen, dass man dann wirklich probiert, ein bisschen Feingefühl, das Ganze dann auszuschneiden. Und ich probiere mal einfach aus, was passiert, wenn ich Objekt auswähle. Da hat sogar hier, sieht man ganz gut, den Kopf von mir erkannt. Beim Stuhl hat es dann schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ja, gut. Ich hoffe, das beantwortet diese Frage so ein kleines bisschen. Claire, eine Frage zu diesem Thema nehme ich noch ganz gerne, bevor ich dann weitermache mit den anderen Sachen. Super, Fabiane hat ein paar, glaube ich. Ja, einen Moment. Nein, eigentlich waren das schon alle Fragen. Okay, super. Dann mache ich doch auch wirklich weiter. Ich habe nämlich noch viele Sachen, die ich gerne zeigen möchte. Aber Fragen sind natürlich auch weiterhin gerne willkommen und am Ende greifen wir noch einmal darauf zu. So, gehen wir jetzt nochmal zurück zu einem unserer Bilder. Und zwar, nehmen wir doch das hier. Ja, das ist ein Screenshot. Habe ich von einem unserer spanischen Webseite gemacht. Da gibt es nächste Woche ein Webinar auf Spanisch. Und ich möchte das jetzt ein bisschen anpassen und bearbeiten. Ja, aber ich möchte vielleicht dieses Original nicht unbedingt kaputt machen, denn vielleicht brauche ich das nochmal. Vielleicht möchte ich das ja nur ein bisschen eindeutschen oder was anderes draus machen. Und ein Tipp, den ich sehr oft mache, ist, dass ich dieses Bild dupliziere. Und das geht recht einfach. Rechter Mausklick, duplizieren. Ja, ich glaube, das wird oft übersehen. Aber wenn ich darauf klicke, wird mir einfach eine zweite Kopie des Bildes gemacht. Die kann ich jetzt so, wie ich möchte, bearbeiten. Aber das Original bleibt dann weiterhin, das ist dann weiterhin hier unten auf der rechten Seite verfügbar und natürlich auch in der Bibliothek. Also rechter Mausklick, duplizieren, oft übersehen, aber toll. Ja, jetzt möchte ich ganz kurz über Bildgrößen und dessen Anpassung reden. Vielleicht kennt ihr das, dass hier unten die Bildgröße angezeigt wird. Also in diesem Fall ist das Bild relativ groß, 1790 Pixel breit. Und ich kann hier mit einem mit einem einfachen Klick, kann ich dann über dieses Fenster dann das Bild auch anpassen. Wenn ich weiß, ich brauche das nur in 1200 Pixel, wird das dann von der Größe her angepasst. Ja, das Bild ist jetzt tatsächlich kleiner, obwohl es ein bisschen größer aussieht, weil sich auch hier dann die Vergrößerung verändert hat. Ich habe auch hier die Möglichkeit, verschiedene Einheiten auszuwählen, wobei ich meistens bei Pixel bleibe, weil ich viel im Web arbeite. Dann machen wir das noch ein bisschen kleiner auf die 600, dann sieht man es noch ein bisschen mehr, so dass es verkleinert wurde. Und für diejenigen von Ihnen, die auch mit Druck arbeiten oder für Druck erzeugen müssen, kann man hier unten dann nochmal die Bildauflöse und die Bilddichte, also dort DPI, noch einmal anpassen und verwenden. So, ich lasse das jetzt erstmal so, klicke nun auf Übernehmen und nun wurde mein Bild automatisch verkleinert auf die Größe 600 mal 356 Pixel. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten. Ich habe einmal hier drumherum diese Ziehpunkte. Damit kann ich meine Leinwand größer machen, wenn ich da ein bisschen Platz dazu dichten möchte, um noch was einzufügen. Aber ich kann natürlich auch diese Ziehpunkte nehmen, um den Bereich auch zu kleiner zu machen. Und da merken Sie schon, dass das Bild zurechtgeschnitten wird. Unter Windows ist der zurechtgeschnittene Bereich dann weg. Unter Mac bleibt er aber bestehen und kann wieder hergestellt werden. Einer der kleinen Unterschiede der beiden Plattformen. Ja, was ich ganz gerne noch zeige, ist aber zusätzlich noch zu diesem Werkzeug, zum Bilder zuschneiden und kleinschneiden, das eigentliche Zuschneidewerkzeug, das sich natürlich wieder unter mehr befindet. Gehen wir mal auf Zuschneiden. Und ich mag das sehr gerne, weil es mir einmal, im Grunde funktioniert das ähnlich, aber ich bin hier in so einem Art Zuschneidemodus. Ich habe auch hier so ein paar Hilfslinien, die mir so wirklich helfen, das Bild und die Aufnahme ein bisschen zu zentrieren. Wenn ich Objekte auf der Leinwand habe, wird es auch probieren, an diese Objekte etwas ranzusnappen oder ranzudocken. Machen wir das noch ein bisschen kleiner. Ich sehe auch hier den schönen Tooltip, wie groß meine Auswahl jetzt eigentlich ist. Und dann klicke ich hier wieder auf Zuschneiden. Und dann hat auch das sehr schön geklappt. Einfach als kleines Bild zum Zuschneiden der Aufnahme. Und dann sehen wir auch hier unten die aktualisierte
Größe. Und auch hier ist nochmal so ein super tolles Beispiel. Ich brauche eigentlich dieses Camtasia-Icon, ich brauche nicht diesen spanischen Text. Kein Problem, ich gehe in mein Auswahlwerkzeug, wähle das hier aus, wähle hier den Bereich aus, automatisch ausfüllen ist ausgefüllt, entfernen und zack, jetzt habe ich hier im Grunde ein Logo auf dem einfarbigen Hintergrund, das ich anderswo einfügen könnte und natürlich könnte ich dann mit dem Zauberstab auch nochmal hier das Grau wegzaubern. Abracadabra. Gut, gehen wir nun einen Schritt weiter zu einem anderen Tool, das ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Das gibt es auch schon sehr lange in Snagit, aber ist nichtdestotrotz super toll. Und zwar habe ich jetzt hier eine relativ lange Aufnahme, die habe ich mit der Scrolling-Aufnahme in Snagit durchgeführt, kennen Sie vielleicht auch. Und ich möchte nun darauf hinweisen, dass ja hier unten diese Schaltfläche gar nicht so mit den anderen Schaltflächen auf der Webseite übereinstimmt. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne als Feedback an unsere Designabteilung schicken. Aber dieser Screenshot ist relativ lang. Und auch hier gibt es ein super tolles Tool dafür, wie man das Ganze stauchen kann, ohne den Zusammenhang unbedingt verlieren zu müssen. Auch hier gehen wir unter Mehr und da gucken wir mal kurz auf diese Option Ausschneiden. Ja, die gibt es dann hier auf der rechten Seite eine Stilauswahl verschiedener Effekte. Da gibt es so einfach normal ausschneiden, dann wird dann wirklich ohne irgendwelche Indiz ein Stück rausgeschnitten aus dem Bildschirm. Aber was ich ganz gerne mache, sind diese Zacken oder auch dieser gerissene Rand. Und dann mache ich mal meine Auswahl von hier nach ungefähr hier. Na, machen wir ungefähr bis hier. Lass los. Und dann wird dieser Mittelausschnitt rausgerissen und der wird dann hier durch diese Zacken angezeigt, die ich definiert habe. Und somit ist dann hoffentlich für den Betrachter klar, dass das, ja, dass dazwischen was fehlt. Und jetzt kann ich dann über meine Werkzeuge in Snagit dann entsprechendes Feedback geben. Ich bleibe mal hier bei diesen Pfeilen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Farbe würde ich aber ganz gerne noch anpassen an dieses Grün. Da nehme ich dann die Farbauswahl, wenn ich kein eigenes Farbschema eingerichtet habe und füge jetzt hier diesen Pfeil hin, der da zusammenpasst, damit die Farben auch so ein bisschen vom Branding her zusammenstimmen. Und dann füge ich wahrscheinlich noch etwas Text hinzu und nenne das Ganze bitte Schaltflächen nicht gestalten. Und Tippen ist jetzt heute Morgen nicht meine Stärke, aber zum Glück hat Snagit ja auch Texterkennung eingebaut oder Rechtschreibeprüfung und da kann ich das einheitlich sehr schnell anpassen, damit das Ganze auch schön aussieht. Und natürlich Farben und Formen könnte ich noch anpassen, wenn ich das wollte. Also hier so ein kleines Tool, das ich sehr gerne und sehr oft benutze, um ja Sachen rauszuschneiden, aber den Zusammenhang dann nicht zu verlieren. Gut, an dieser Stelle würde ich ganz gerne noch eine Sache erklären und das sind die Dateiformate in Snagit. Vielleicht kennen Sie das, vielleicht nicht. Bilder abspeichern ist natürlich kein Problem. Datei speichern unter und da kennen Sie es wahrscheinlich, diese ganzen PNG, JPEG und so weiter. Was ich aber gerne zeigen würde, ist das Snag-Dateiformat, denn das ist das Format, das Sie immer wieder aufnehmen und weiter bearbeiten können. Also ich nenne das jetzt mal meine neue Aufnahme so und ich speichere das Ganze ab und ich gehe jetzt auch wirklich mal hin und ich schließe das mal hier und öffne jetzt über Datei öffne ich die gleiche Aufnahme noch einmal. Also im Grunde dieses Snag-Dateiformat. Das geht auch auf einem anderen Computer. Und wenn ich das gemacht habe, bleiben die einzelnen Bearbeitungsschritte weiterhin bearbeitbar. Das gleiche gilt auch hier für die Pfeile. Kann ich mein Pfeilwerkzeug auswählen und den Pfeil noch einmal anpassen und verschieben. Das heißt, Snag ist das Format für Projekte zum Archivieren, es zu teilen und um danach noch einmal drauf zugreifen und weiter bearbeiten zu können. Gut, machen wir ein kleines bisschen weiter und zwar mit einer anderen Funktion in Snagit, die ich ganz gerne zeige und verwende und das ist das sogenannte Vereinfachen von Bildern. Vielleicht kennen Sie das auch schon, diese Art von Screenshots. Ja, es geht darum, dass man Bilder durch vereinfachte Formen ein bisschen darstellt. Ich habe hierzu auch schon einen Screenshot erstellt, das ist jetzt ein langes Dropdown-Menü und ich möchte dadurch einige dieser Elemente einfach verstecken und abdecken, damit das Ganze ein bisschen professioneller wirkt. Hierzu wähle ich das Werkzeug Vereinfachen aus dem Mehr-Dropdown und dann sehen wir auch hier auf der rechten Seite, dass Snagit automatisch verschiedene Optionen anbietet. Es hat mir automatisch eine Farbpalette generiert. Hier oben gibt es etwas, das heißt automatisch vereinfachen und hier unten habe ich noch verschiedene Stilarten als auch Eigenschaften. Ich klicke noch einfach mal auf automatisch vereinfachen und dann werden wir sehen, dass Snagit automatisch alle meine Menüpunkte und Objekte erkannt hat, also sehr ähnlich wie Smart Move, und mit einer Form überdeckt hat.
Ja, um genau zu sehen, was genau eigentlich verdeckt würde, kann ich hier unten jetzt auch das Original noch mal kurz anzeigen. Dann habe ich einen Überblick. Und wenn jetzt die Aufgabe zum Beispiel ist, klicken Sie auf Drucken. Ja, dann kann ich nun zum Beispiel hier, wenn ich im Verschiebewerkzeug bin, reingehen und alle Felder wieder zeigen, die gezeigt werden sollen. Ich kann auch gerne den Mauszeiger von hier oben nehmen und den hier runter positionieren. Das geht auch ohne Probleme. Und alle anderen Objekte, die jetzt nicht relevant sind für meine eigentliche Aufnahme oder für meinen eigentlichen Befehl, sind nun abgedeckt. Die Farbpalette lässt sich hier auch nochmal anpassen. Ich finde dieses dunkle Rot eigentlich auch zu stark und zu extrem. Da wäre etwas Helleres besser. Und dazu gibt es zum Beispiel auch vordefinierte Paletten. Ich benutze die ganz gerne, die helle, weil dadurch dann wirklich die Aufmerksamkeit auf das fallen kann, was wichtig ist. Klicken Sie bitte auf Drucken. Ja, hier nochmal sehen Sie, diese ganzen Objekte sind da. Die lassen sich auch nochmal einzeln oder auch, wenn Sie hier in Verschieben-Werkzeug sind, durch eine Mehrklick-Auswahl lassen die sich nochmal aktivieren und löschen. Aber es ist ein ganz gutes Tool, um viele Sachen ein bisschen zu verstecken. Also was ich ganz gerne auch zeige, sind die Icons, aber den Text lasse ich ganz gerne abgedeckt. Dadurch hat der Betrachter so eine gewisse Orientierung, aber nur das fällt ins Auge, was eigentlich wichtig sein soll, um Bilder nochmal anders zu gestalten. Und ich benutze das nicht nur, um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich zu lenken, sondern ich benutze das auch recht viel, wenn ich etwas darstellen muss, was aber auf gewisse Weise ein bisschen privat oder sensibel ist. Also hier ist jetzt eine gefakte E-Mail über unsere neuen IT-Vorgaben und wo man sich in das neue Awesome-System einloggen muss. Und vielleicht muss ich diesen Screenshot irgendwo einbauen, aber ich will diese ganzen Details nicht unbedingt da zeigen. Aber ich möchte trotzdem angeben, hier gibt es Text. Ja, und auch hier gehe ich dann einfach wieder in das Vereinfachen-Werkzeug. Doch statt das Ganze jetzt, ich mache es mal automatisch, aber das Ganze automatisch zu machen, gefällt mir gar nicht so gut, weil ich das da oben eigentlich alles behalten möchte. Und wähle stattdessen hier in der Stilauswahl einen dieser Stile in den Zeichenwerkzeugen aus. Wir nehmen mal den hier, diesen grauen. Und mit dem kann ich jetzt durch Klicken und Ziehen mir einfach Textfelder schaffen. Die haben den gleichen Zeilenabstand, sehen gut aus. Ich kann die auch wohin machen, wo sonst noch kein Text eigentlich zu sehen ist. Und habe nun die Möglichkeit, mir selber so eine Art falsche E-Mail zu bauen, um damit dann ja wichtige Informationen abzudecken, aber immer noch anzudeuten, dass die dort verfügbar sind. Und dafür sind diese Stilauswahl in diesem vereinfachten Werkzeug sehr, sehr praktisch, um mal eben schnell nochmal ein Textfeld irgendwie zu basteln oder anzudeuten. Auch hier nochmal ein Fall, wo das Ausschneiden-Werkzeug sehr gut zur Geltung kommt. Ich gehe nochmal hier auf Mehr und auf Ausschneiden. Und ich wähle nun das aus, das horizontal ist und das einen harten Schnitt hat, das hier. Denn ich möchte zum Beispiel hier vielleicht diese ganze Balken hier, den brauche ich nicht. Ich markiere ihn und habe jetzt hier meinen Screenshot etwas gestaucht, damit das Ganze ein bisschen gut zusammenpasst. Auf die gleiche Weise gehe ich vielleicht dann nochmal in die Auswahl, denn ich möchte vielleicht nicht meine E-Mail-Adresse und den Namen der E-Mail hier oben zu sehen haben. Ausgewählt, auch ein bisschen grob. Sie sehen schon, ich bin beim Blauen und beim Grauen dabei und drücke Entfernen. Und da hat auch Snagit das für mich schön eingefügt. Und jetzt habe ich das als Bild, den ich dann ohne Probleme hoffentlich gut weitergeben kann. Ja. Auf die gleiche Weise, wenn man jetzt nicht unbedingt mit dem vereinfachten Werkzeug arbeiten möchte, was auch sehr schön geht, das kennen Sie aber bestimmt, ist die Unschärfe. Wenn wir hier irgendwelche Daten haben, die abgedeckt werden sollen, haben wir auch hier verschiedene Möglichkeiten, mit dem Werkzeug zu arbeiten und die Intensität anzupassen, um auch hier dann nochmal Sachen zu verpixeln oder nicht anzeigen zu lassen. Wobei ich kriege meistens den Hinweis, also verpixeln ist ein bisschen sicherer, das lässt sich nicht so leicht rückberechnen wie so ein Weichzeichen. Da gibt es wohl Tools, die das irgendwie auch wieder gerade machen. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man wählen sollte, verpixeln ist da auf die bessere Wahl, um die Sachen dann auch wirklich so zu verstecken, dass keiner mehr drankommt und dann im Idealfall noch rechter Mausklick verflachen und dann ist das jetzt eingebrannt und dann kommt kein Mensch mehr dran. So, kurzer Blick auf die Uhr. Haben noch 10 Minuten. Ich hätte noch mehr Sachen zu zeigen, wie Stempel und so weiter, aber vielleicht kurze Frage an Claire und Fabiana, ob wir hier irgendwelche Fragen haben, die ich aufgreifen darf. Ja, ich habe eine Frage. Ich wollte aber nur kurz sicher sein. Hast du Camtasia auf deinem Laptop gerade oder sollten wir keine Fragen dazu stellen? Also ich habe Camtasia zwar auf dem Rechner, aber ich würde... Ja. Bezieht sich das jetzt eher auf Snagit oder eher auf Camtasia als Frage? Ja, das ist immer Snagit. Noch mit Snagit. So, die Frage ist, kann man Snagit-Videos und Bilder auf Camtasia öffnen? Ja, so, super Frage, beantworte ich sehr, sehr gerne. Also wir haben jetzt hier dieses Bild, das muss in mein Camtasia-Video eingebaut werden. Ich könnte es natürlich abspeichern und dann in Camtasia als Bilddatei öffnen, aber ganz leicht weitergeben. Und dann gibt es hier den Punkt Camtasia.
Und wenn ich jetzt darauf klicke, traue ich mich, ich traue mich mal, das dauert jetzt bei mir eine Sekunde, der Rechner ist schon ziemlich langsam gerade mit den ganzen Systemen, die am Laufen sind. Aber dann wird Camtasia geöffnet, da sehen wir es auch schon, und dann wird das Bild an der Stelle in meinem Video, im Media Bin, soweit ich weiß, eingefügt. Und das Gleiche geht auch mit den Videos. Ja, genau, so geht das. Ich klicke das jetzt mal weg, dass das vielleicht nicht aufgeht und nicht das System zu langsam macht. Aber genau, am einfachsten geht es über Weitergeben an Camtasia schicken und dann wird es dann direkt übertragen. Und das geht mit Bild als auch mit Video. Genau, da ist er auch schon. Da haben wir auch schon das Bild. Der meckert jetzt wegen meinem Konto, aber das ist alles kein Problem. Ja, gut. Super, eine kleine Frage, bevor es weitergeht. Sonst mache ich auch gerne weiter, wenn ihr noch gerade beim Fragen beantworten und so. Super. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen querfeldein. Und zwar eine Funktion, die in Snagit drin ist, das sind die sogenannten Stempel. Ja, Stempel gibt es schon relativ lange, aber das wurde in den letzten Versionen auch ein bisschen noch verfeinert und verbessert. Und wenn Sie die Stempel auswählen, dann können Sie sehen, dass Sie hier eine große Auswahl an vordefinierten, vorgegebenen Icons, Objekten und sonstigen haben. Ach, da sind wir wieder beim Obst von vorhin. Ach, wie lustig. Einige sind eher softwarebezogen, wie Mauszeiger, Mauscursor. Andere sind bisschen lustiger, je nachdem, was Sie gerade benötigen. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin und hier zum Beispiel einen anderen Mauszeiger einfügen möchte, weil mir der nicht gefällt, der ist ehrlich gesagt ein bisschen verpixelt, kann ich diese Stempel dann oder diese Mauszeiger dann auch suchen. Wenn man nicht weiß, wo die sich befinden und bei mehreren tausend Icons ist es auch nicht so einfach, kann man danach suchen. Da muss man hier oben einfach drauf gehen und ich gebe jetzt einfach mal meine Maus ein und sehe jetzt hier eine bisschen reduzierte Liste von allen Mauszeigern, die sich in Snagit befinden. Und das ist doch schön, das ist so ein richtig Klassiker. Dann klicke ich den aufs Bild und kann den dann auch an den Ecken nehmen und vergrößern und einfügen, dass ich jetzt auch hier einen schönen Mauszeiger habe, der auf mein Bild hat. Ich kann auch nach anderen Sachen suchen. Also viele von denen haben echt gute Verschlagwortungen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche etwas, was Nein symbolisiert, ich suche mal nach Rot, da kriege ich ja schon die ganzen rotes X, ach perfekt, dann nehme ich doch mal den hier. Das heißt, man klickt hier unten hin und man klickt nicht hier hin. Deswegen soll diese Option aus sein. Oder ich suche einfach mal nach Ja, mal gucken, ach guck mal, das passende Ja dazu, das ist die Option, die man benötigt. Ja, deswegen empfehle ich auch hier, dass man sich hier mal ein bisschen durchschaut und gucken, was da alles drin ist. Ja, ich muss dann hier die Suchauswahl auch wieder löschen, damit auch wirklich meine ganze Essenssammlung angezeigt wird. Ja, Steak und so weiter. Ich bin als Vegetarier nicht so praktisch, aber trotzdem alles drin. Ja, und ich würde Ihnen gerne zeigen, wie man auch eigene Stempel hinzufügen kann. Und zwar geht das über Stempel verwalten. Da kann ich hier meine eigene Stempelordnerstruktur anlegen. Ich lasse das aber einfach mal hier, wie das ist mit meinen Stempel. Und ich füge Stempel hinzu. Da habe ich auch hier schon ein paar Icons vorbereitet. Das sind Standardbildformate. PNG, GIF, PDF, können Sie alles nehmen. Importieren. Jetzt sind die hier in meinem Snagit drin. Ich schließe das Ganze und wenn ich jetzt hier in einem Screenshot bin, wo ich jetzt gerne noch ein Logo einfügen möchte oder einen Warnhinweis, kann ich hier meine Stempel auswählen und dann nehmen wir doch mal das Snagit S, stempeln das auf das Bild. Das ist ein bisschen groß, aber das ist kein Problem. Das lässt sich dann ja ziemlich schnell verkleinern. Besonders, wenn ich nur einmal draufklicke, so wie jetzt. Setzt das bei mir in die Ecke, macht das ein bisschen kleiner und dann habe ich jetzt auch hier meine eigenen Grafiken, die ich in meine Bilder oder meine Screenshots entsprechend einfügen kann. Also ich kenne auch viele Kunden, die dann echt ihre ganzen firmeninternen Icons einmal hinterlegt haben. Und so Stempelsammlungen lassen sich auch noch mal exportieren und weitergeben, was das Ganze auch noch mal schön macht für das ganze Team. So, Sie haben aber auch die Möglichkeit, noch weitere Stempel herunterzuladen. Dazu kann man auf weitere Downloads klicken. Und da kommt man zu etwas, das heißt Snagit Assets. Ja, mehr als 400.000 professionelle Assets, das ist so das Marketing-Talk, aber das ist wirklich viel drin und einige sind kostenfrei und einige sind kostenpflichtig, wo man noch mal ein zusätzliches Abo für die Assets benötigt. Wir bleiben jetzt aber hier einfach mal bei den Stempeln. Ich gehe mal in die Stempelansicht rein und suchen wir doch einfach mal nach den verschiedenen Business-Stempeln. So, und gucken wir doch mal, da kann ich jetzt auch hier sortieren nach kostenfrei. Gucken wir mal, was da drin ist. Na, beim Business war vielleicht jetzt nicht so viel, aber wir schauen noch einfach mal bei allen Stempeln rein. Und das müsste jetzt gehen. Na, will er jetzt gerade nicht. Dann haben wir vielleicht unter dem Schlagwort
Business haben wir gerade keine kostenfreien, aber sind auf jeden Fall kostenfreie mit dabei, wo man die dann zusätzlich noch herunterladen kann als zusätzliche Stempelsammlung. Ja, aber wie gesagt, das Ganze geht auch mit Ihren eigenen Grafiken. Die können Sie dort ebenfalls importieren. Und dann können Sie die entweder herunterladen oder auch direkt in Snagit öffnen, wenn Sie das machen wollen. Ja, auf die gleiche Weise oder wo das auch stark zur Geltung kommt, sind hier bei den sogenannten Vorlagen. Vorlagen kennen Sie vielleicht auch schon. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie mehrere Bilder in Snagit sozusagen zusammenfügen können. Also wenn Sie hier eine Schrittreihenfolge haben, können Sie dann Bilder aus Ihrer Ablage nehmen und hier oben einfügen, um dann auch hier schnell ein kleines Dokument zusammenzustellen. Und dann hier dann noch den Stempel brauche ich nicht. Dann nehmen wir mal hier das Textwerkzeug und dann können wir Text angeben. Bitte melden Sie sich an. Wählen Sie die Berichte aus, wählen Sie das aus und so weiter und so fort. Und können dann auch hier eine schöne kleines Handout oder ein Dokument zusammenstellen. Und auch hier finden Sie, wenn ich nochmal hier reingehe und Sie auf weitere Downloads klicken, gibt es auch hier noch einmal unter den Templates viele, viele, die man dann herunterladen und verwenden kann. Und wie gesagt, auch hier viele kostenfreie, aber auch kostenpflichtige. Schauen wir einfach mal hier bei den Frames rein. Ja, da sind dann doch schon einige dabei. Gut, ich kann das natürlich noch gerne weiter zeigen, aber ich würde an dieser Stelle noch mal gerne rüber zu Fabiana und Claire gehen und zu schauen, welche Fragen wir denn jetzt haben, die sich auf Snagit und allgemein all das beziehen. Es gibt ein paar Fragen zu den Stempelfunktionen. Also suchen, wie kann man einen eigenen Stempel finden und erstellen? Ich glaube, das hast du gezeigt, wie man einen eigenen Stempel erstellt. Genau, das geht über Stempel verwalten und da lassen die sich dann hier, kann man eine neue Ordnerstruktur auch angeben. Ich nehme das jetzt mal Demo. Kann man hier seine eigenen Unterordner erstellen dann für die eigenen. In Sachen Metadaten, inwieweit die dann auch hier durch die Verschlagwortung gefunden werden können, ist das leider sehr begrenzt bei den eigenen Stempeln. Da muss man da müsste ich mich nochmal schlau machen. Das ist aber auf jeden Fall kein leichter Weg, die wirklich mit den Schlagworten durchsuchbar zu machen, noch nicht, was die eigenen Stempel angeht. Deswegen empfehle ich für die eigenen Stempel, dass man die hier in eigene Ordner einfach organisiert, je nachdem, was da Sinn macht. Also hier würden wahrscheinlich dann Produkt-Icons sein, dann eine zweite Kategorie mit Warnhinweisen und einen dritten mit Projekt XY-Icons oder so weiter. Genau, das eigentlich hinzufügen, dann über hier in den Ordnern Stempel hinzufügen, nehme ich dann nochmal hier ein zweites Mal das Snagit-Icon. Und dann ist es dann auch hier unter meine Stempel im Demo-Ordner habe ich dann mein Snagit-Icon und alles andere, was ich hinzufüge. Okay? So, welche Frage haben wir denn jetzt als nächstes noch, Claire? Super. Oder Fabiana, waren ja. Vieles zu Stempel. Ich glaube, du kannst auch weitergehen, wenn du noch was hast zum Zeigen. Ja, klar. Ein bisschen mehr habe ich natürlich sonst noch. Ich schaue nochmal gerade bei den Fragen rein. Aha, also. Ich sehe gerade eine Frage von einem Herrn Franz. Sind in Snagit auch mehrere Ebenen verfügbar? Sprich, wenn ich jetzt hier ein Bild habe mit mehreren Objekten, ja, Ebenen sind ja, wie die Objekte aufeinander liegen. Jein, wir haben keine Ebenenansicht, wie man das aus Photoshop kennt, wo man die wirklich leicht manipulieren kann, diese Ebenen. Das ist auch so ein bisschen der Kompromiss, wo wir nicht zu stark in die Profi-Tools eintauchen wollen, sondern Snagit leicht und schnell lassen wollen. Aber was wir jetzt ja sehen, ist, dass wir so ein bisschen eine Ebene haben. Wir haben im Hintergrund, ich mache das noch ein kleines bisschen größer, haben wir ja mich, ja, vor dem grünen Hintergrund. Ups. Dann haben wir davor das Snagit-Icon und an oberster Stelle diesen Pfeil. Ja, die Ebenen kann ich mir jetzt nicht direkt anschauen und manipulieren, aber was ich machen kann, ist, mit einem rechten Mausklick kann ich die Ebenen, die Reihenfolge der Objekte verändern. Da kann ich zum Beispiel diesen Pfeil eins nach hinten stecken, damit das Snagit-Icon nach vorne kommt. Auf die gleiche Weise kann ich das auch nochmal hier umdrehen oder machen wir es nochmal. Wähle ich nochmal das Objekt aus und schicke das auch wieder an die vorderste Position, dass es ganz vorne liegt. Das ist auch dann praktisch, wenn man nochmal ein bisschen Text hinzufügt. Der ist aber groß geworden, na, das passt schon. Ja, und wenn dieser Text dann vorne liegen soll oder vielleicht auch mal nicht, dass man dann auch diese Objekte, die man in Snagit einfügt, dann nochmal entsprechend manipuliert und anpasst. Ja, gut, ich hoffe, ich konnte damit die Frage zu den Ebenen beantworten. Genau, dann sehe ich jetzt eine Frage. Kann man das Listenwerkzeug nehmen und die Größe des Rechtecks verkleinern? Ich würde gerne zeigen, dass das Rechteck
dabei unscharf wird. Probieren wir das doch mal. Also ich gehe jetzt mal hier einfach in ein Bild von mir rein, wo man das Listenwerkzeug vielleicht benötigt. Dann gehe ich hier unter Mehr, finde auch hier mal kurz meine Liste und habe jetzt hier, wo haben wir das? Das Rechteck. Ach, da muss ich hier in die Form gehen. Dann wählen wir hier mal das hier aus. Und ich stempel jetzt hier mal kurz eine große 1 drauf. Zack. Ja, und von mir aus auch ohne Schlagschatten, finde ich ein bisschen angenehmer. So, wenn ich jetzt das zweite Bild stempel, wird daraus die 2. Genau, jetzt ist aber das Kommentar, dass das Rechteck unscharf wird. Also bei mir, meiner Ansicht, sieht das aber noch relativ okay aus, obwohl ich das vergrößert habe. Ich gehe da noch mal ein kleines bisschen heran. Ja, also ganz vektorbasiert ist die Sache nicht. Da haben Sie recht, das ist nicht ganz ideal, also ein bisschen unschön ist es dann noch. Also ein bisschen, das heißt, diese Tools arbeiten mit einer Mischung aus Vektor für die Grafiken und nicht Vektor für den Hintergrund. Ich hoffe, für die meisten Anwender geht man nicht so ganz in die Größe und es ist ausreichend, aber ich habe das Feedback wahrgenommen. Ich werde es auch weiterleiten und wenn Sie möchten, können Sie uns auch gerne nochmal spezifisch Ihren Anwendungsfall schicken, wo das dann wirklich zum großen Problem wird. Gut, so, Claire Fabiana. Oh, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind offiziell am Ende, aber ich würde sagen, ich mache noch 10 Minuten. Vielleicht habt ihr auch noch Zeit für 10 Minuten zu bleiben, weil es einfach noch ein paar Fragen gibt. Die kann ich gerne noch mal mit aufgreifen. Habt ihr irgendwas, was euch direkt bei den ganzen Fragen hier ins Auge fällt? Das ist ja doch ziemlich viel reingekommen, ihr beiden. Sonst suche ich mir noch mal kurz was raus. Wir haben ein paar Fragen wegen Zeitstempeln bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir einen Stempel dafür haben, aber gibt es eine andere Option, wie man das machen könnte? Zeitstempel, also wann, wie, wo wurde dieser Screenshot aufgenommen? Jawohl, dann zeige ich das auf 2 Weisen. Wir gehen mal gerade wieder hier zu dem hier. Einfach ein Screenshot von mir. Und es gibt nämlich einen sogenannten Effekt. Ich tauche hier in die Effekte rein und habe jetzt hier auf der rechten Seite auch ein Effekt. Ja, Effekte ist hier neben den Eigenschaften, sind auch noch mal ein paar Sachen versteckt für Render, Rahmen und so weiter. Und da gibt es die Capture-Info. Und in der Capture-Info kann ich mir anzeigen lassen, ja, zum Beispiel ja, bei verschiedenen Sachen. Wenn es mir wirklich nur um einen Zeitstempel geht, kann ich das so machen, soweit ich weiß, auch noch mal minimal definieren und habe dann unter meinem Screenshot automatisch den Zeitstempel, wann wurde dieser Screenshot wo aufgenommen. Also in dem Fall ja, heute Mittag. Ja, das Gleiche lässt sich aber noch ein bisschen angenehmer auch über Snagit-Aufnahmefenster lösen. Ich habe das mal kurz aufgemacht, um das zu zeigen. So, und ich gehe hierzu in Bild, Standard-Bereich-Profil, Effekte, Capture-Info, klicke hier auf mein kleines Zahnrad, wo sich die ganze Power versteckt. Und auch hier reduzieren wir das mal wirklich auf nur Datum und Uhrzeit, machen das noch ein kleines bisschen kleiner. So. Habe das jetzt hier als eine Einstellung und kann jetzt auch hier einen Screenshot machen von dem großen S zum Beispiel. Und dann wird doch mir hier automatisch dieser Zeitstempel bereits im Vorfeld eingefügt, da ich das gar nicht übernehmen muss. Und wenn mir das Ganze hier gefällt, also diese Einstellung Bereich Capture Info, dann würde ich sagen, klickt man hier auf das Plus und macht ein neues Profil mit diesen Einstellungen. Ich nenne das jetzt mal Bild mit Zeitstempel, gibt dem Ganzen vielleicht dann noch eine Kurztaste, wenn man das möchte oder auch nicht. Und dann kann ich, egal in welchem Profil ich mich gerade befinde, wenn ich dann hier runtergehe und hier meine Aufnahme auslöse und starte, kann ich dann meine Screenshots machen, die automatisch den Zeitstempel drin haben. Gut, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Da wir jetzt gerade offiziell aus der Zeit sind, mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt kurz Schluss machen und die letzte Folie zeigen vom Webinar, aber dann nochmal für 10 Minuten in der Leitung sein und noch ein paar Fragen aufgreifen, weil ja noch viele da sind. Okay, aber für diejenigen, die weiter müssen, können Sie dann auch gerne weitergehen, um die nächsten Punkt, um zum nächsten Meeting zu kommen oder Ihre nächsten Aufgaben zu machen. Ja, worauf ich Sie ganz gerne hinweisen würde, ist, dass wir in 2 Monaten wieder ein fortgeschrittenes Webinar machen. Da wird sich dann alles um Videos und animierte GIF-Dateien in Snagit drehen. Das ist am 6. Juli. Können Sie sich über unsere Webseite drüber anmelden. Da bekommen Sie dann morgen mit der Aufzeichnung auch den passenden Link. Zusätzlich haben wir auf unserer Webseite natürlich auch schöne Tutorials, die Sie vielleicht schon kennen. Da empfehle ich aber auch gerade mal hier im unteren Bereich unten bei weitere Tutorials reinzuschauen, weil da einfach noch viele Themen sind, die dann nochmal genauer und schön erklärt werden. Gut, und zu guter Letzt,
Wenn Sie weitere Fragen oder auch technische Probleme zu Snagit haben, haben wir auch einen wunderschönen technischen Support. Den erreichen Sie über unsere Webseite. Am besten geht das auch über den Chat. Stellen Sie uns eine Frage und dann werden Sie auch schnell die passenden Antworten technisch oder auch sonstiger Natur zu unseren Produkten bekommen. Gut, das war jetzt das kurze Ende zum offiziellen Teil des Webinars, aber ich sage, ich bleibe da noch mal gerade 10 Minuten oder so hier bei Snagit und schaue, was es sonst noch für Fragen gibt. Lea oder Fabiana, habt ihr da, fällt euch etwas ins Auge, was ihr mir zuspielen könnt? Ja, wir haben ein paar Fragen wegen Größen bekommen. Kannst du uns zeigen, wie man die Größen von Bilder ändern kann? Ja, sehr gerne. Also, Größen verändern. Wir haben jetzt hier unser Bild. Das hat jetzt die aktuelle Größe 275 mal 264. Ja, wenn ich das ganze Bild vergrößern oder verkleinern möchte, würde ich draufklicken und meine neue Größe eingeben und darauf achten, dass hier das Seitenverhältnis beibehalten wird. Also ich sage jetzt einfach mal 1000 Pixel. Man muss aber darauf achten, das sehen Sie jetzt auch schon, dass beim Vergrößern von Bildern müssen neue Pixel hinzugerechnet werden und dadurch werden die Sachen dann unscharf. Also da immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht zu stark macht. Was man auch machen kann, ist, wenn man jetzt nicht das eigentliche Bild vergrößern möchte, sondern nur die Leinwand, auf der gearbeitet wird, kann man das anhand dieser Zielpunkte machen, dass man sich hier einfach noch ein bisschen Platz dazu rechnet. Und dann kann man auch sehr schön hier Bilder nehmen und die dazu aus der Ablage und dazufügen, um dann auch so Diagramme zu bauen, davor, danach und das Ganze mit einem Pfeil dann entsprechend zu verbinden. Eine Möglichkeit haben Sie aber auch noch, um das Bild zu vergrößern und auch ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Und das befindet sich hier oben im Reiter Bild. Da können wir einmal die Bildgröße anpassen, so wie wir das gerade eben schon hatten. Das kennen wir ja. Aber wir können auch machen Leinwandgröße einpassen. Und das hat noch einen weiteren Vorteil. Ich zeige das mal gerade an einem kleines bisschen besseren Beispiel. Wo ist denn unser Obst? Da haben wir unser schönes Obst. Und sagen wir, wir wollen an unserem Bild oben etwas dazu rechnen, dass wir oben mehr Platz haben, aber hier unten eigentlich nicht. Ja, und das heißt, wir wollen die neue Höhe, machen wir so, die neue Höhe soll auch 2000 Bildpixel sein. Die Breite soll gleich bleiben. Und das Bild, das Originalbild, soll unten verankert sein, dass die neue Höhe oben dazu gerechnet wird. Und dann klicke ich jetzt auf OK. Und es wurde mir hier oben dann der entsprechende Platz auf der Leinwand vergrößert. Das Bild hat jetzt die Größe 2000 mal 2000 und ich kann das jetzt entsprechend hier dann auswählen. Ich kann mal gucken, ob das geht. Wahrscheinlich mit dem Verlauf nicht ganz so gut, aber ich kann das dann ausfüllen und dann weiter bearbeiten. Ja, und ich hoffe, das hat die Frage dazu beantwortet. Jetzt sehe ich hier eine Frage von Rainer. Kann ich mit einfachen Mitteln einen Bildbereich mit einer Lupe hervorhebern und so vergrößern, ja, dass das so eine Art Rahmen gibt? Ja, das ist jetzt weniger unter Stempel, sondern hierzu gibt es ein Werkzeug namens Vergrößern. Das sieht auch schon so ein bisschen aus wie eine Lupe. Und das gibt es schon ein bisschen länger, aber es wurde neuerdings überarbeitet. Und ich wähle jetzt einfach mal hier so einen klassischen runden Stiel aus. Und wähle nun, ach sagen wir, das Tabellenwerkzeug soll vergrößert und hervorgehoben werden. Ich male meinen Kreis drumherum. Ja, dadurch wird es dann auch vergrößert. Und jetzt habe ich, das ist neu, die Möglichkeit, diese Auswahl auch noch einmal zu versetzen oder an den Rand zu schieben, damit es dann nochmal am Rand ein bisschen größer ins Auge fällt und dass vor allem die anderen Sachen nicht abgedeckt sind. Und nun kann ich auch das nochmal ein bisschen verkleinern, damit es auch wirklich nur diese Tabelle umschließt und damit dieser Abschnitt auch wirklich schön aussieht. Gut, ja, ich kann noch hier an der Linienbreite ein bisschen schrauben. Ja, aber wie Sie sehen, eine echte Lupe ist es in diesem Sinne nicht. Ich verflache das jetzt einfach, obwohl ich lasse das mal, wie das ist. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob Snagit eine Lupe hat als Stempel. Ich probiere das einfach mal. Haben wir eine Lupe drin? Ach, da sind sogar ein paar Sachen drin. Nehmen wir doch mal die hier, eine echte Lupe, stempeln die drauf. Die ist vektorbasiert, das heißt, wir können die auch schön groß machen. Und was ich jetzt natürlich machen könnte, ist, aus 2 wird 1, dass ich diese Stempel mit der Lupe hier nochmal so ein bisschen draufsetze, damit auch das entsprechend hervorgehoben wird. Oder ich könnte, wenn ich den Bereich hier hätte, könnte ich die Lupe auch da funktionieren. Also 2 Funktionen in einem, über mehr vergrößern, habe ich diese vergrößerte Ansicht geschaffen und dann habe ich mir mit der Lupe selbst nochmal diese Grafik draufgebastelt, damit das nochmal ein bisschen mehr ins Auge fällt. Okay? Wie kann ich Snagit-Stempel in Camtasia benutzen? Auch eine tolle Frage. Ich habe das sogar neulich gehabt. Wie kann ich eine von diesen Stempel rüber in Camtasia weiterbearbeiten? Ja, was ich machen würde, ist Folgendes.
Datei, neu, neues Bild. Und ich mache das meistens auf 500 mal 500. Und bitte entschuldigen Sie das Kindergeschrei im Hintergrund, Homeoffice, ja, kennen Sie vielleicht auch. So, dann habe ich jetzt hier einen transparenten Hintergrund und sagen wir wollen, ach, nehmen wir doch gerade diese Lupe, die ist eigentlich ganz cool. Wir wollen die drüben in Camtasia haben als Grafik. Stempel ich die einmal drauf und weil das jetzt ein pixelbasiertes Bild ist, das heißt etwas, was ich da nicht verlustfrei skalieren kann in Camtasia, mache ich mir dieses Bild jetzt hier einfach schön groß in Snagit, weil die Snagit-Stempel kann man so schön skalieren. Und ich denke jetzt einfach mal, dass 500 mal 500 hier ganz gut passen würde. Ja, so reicht es mir eigentlich auch. Und dann kann ich es entweder als PNG abspeichern, dass der transparente Hintergrund beibehalten wird. Aber ich bleibe hier bei Weitergeben. Camtasia, wir haben auch schon ein Projekt auf. Gucken wir mal kurz rein. Da haben wir jetzt hier unsere Lupe. Und die kann ich jetzt als Bild in meinem Video einfügen. Und das ist jetzt eine Grafik, die kann ich manipulieren, auf meine anderen Objekte legen. Und so kann ich auch meine Snagit-Grafiken in Camtasia weiterverarbeiten. Also was ich mir neulich zum Beispiel mal gemacht habe, ist den Mauscursor in richtig schön und groß dargestellt, damit ich ihn in Camtasia an bestimmten Stellen auch mal einfügen kann. So, eine Frage kann ich beim Zuschneiden das Seitenverhältnis festlegen? Nein, das geht nicht. Ich gehe mal hier in das Zuschneidewerkzeug, ja. Wir können das Zuschneidewerkzeug zwar benutzen, wir können auch, wenn ich die Umschalttaste gedrückt halte, wird das bestehende Seitenverhältnis auch beibehalten, aber ich kann jetzt nicht ein neues entsprechend eingeben. Ja, da müsste man dann so ein bisschen rechnen, wie groß soll das werden. Genau. Oder dann beziehungsweise hier Leinwandgröße ändern, haben Sie gesehen, da kann man das mit relativen Abmessungen ganz gut machen. Also wenn ich weiß, das soll 16:9 werden, dann kann ich auch hier zum Beispiel dann, gebe ich ganz gerne 1600 mal 900 ein, damit ich weiß, dass das Bild dann schon mal diese entsprechende Größe hat und dann entsprechend auch angepasst wird. Fabiana, Claire, gerne unterbrecht mich, wenn ihr hier noch Fragen seht. Eine sehe ich hier, die Stamps-Liste erwartet für Download-Begriffe in Englisch statt auf Deutsch. Eigentlich nicht. Also das meiste ist eigentlich auf Deutsch hinterlegt. Ich suche jetzt nochmal hier auf Lupe. Das hängt aber auch ein bisschen darauf an, in welcher Originalsprache Snagit das erste Mal installiert wurde. Bei Mac ist das, glaube ich, alles in Englisch. Das heißt, vielleicht fragen Sie auch nach der Mac-Version. Aber hier geht nach Lupe, während Magnify mir noch nicht so viel bringt. Ja, also bei den Suchbegriffen auf Deutsch denken, Red, das hat sogar ein bisschen geklappt. Ja, da werde ich mich aber noch mal ein bisschen schlauer machen, wie das Original oder wie das gut funktioniert. Aber in der Regel ist da relativ viel im Hintergrund übersetzt, auf das sich das Ganze bezieht. Ich habe ein paar Fragen zum Templates. Ja, schieß los. Mach ich doch mal. Kann man eine über mehrere Seiten erstellen? Jein. Mhm, genau. Okay. Gehen wir doch nochmal hier in diese Vorlage rein, die wir ja vorhin angerichtet haben. Ja, und da sehe ich auch gerade eine zweite Frage, die dazu passt. Denn diese Vorlage hat standardmäßig leider nicht A4, sondern das amerikanische, wie auch immer das heißt, Format. Das heißt, ein bisschen breiter und nicht ganz so groß. Ja? Ein bisschen typisch amerikanisch halt. Und ich kann jetzt, die erste Frage, die ich aufgreife, ist, kann ich dies sehr leicht in DIN A4 umwandeln? Nicht automatisch mit einem Klick. Was ich machen würde, wäre, ist, dass man sich hier über die Zentimeter und Einstellungen, dass man sich hier die anpasst. Jetzt habe ich leider das nicht im Kopf, wie groß DIN A4 ist, aber ich sage jetzt einfach mal ein bisschen höher, 30 Zentimeter. Dann deaktiviere ich auch das hier, setze das hier auf 30 Zentimeter und ein bisschen nicht ganz so breit, machen wir das Ganze auf 20. Ja, ist nicht ganz eins, was es sein sollte, aber ich übernehme das jetzt mal. Genau, aber dann werden die Sachen auch verflacht. Das ist nicht so ganz ideal. Ja, das hat es auch ein bisschen verzerrt. Also vielleicht würde ich da ein kleines bisschen anders vorgehen, um ehrlich zu sein. Was ich dann vielleicht eher machen würde, ist, dass ich hier den Rand ein bisschen probiere zu trimmen, dass das zumindest andeutet, ungefähr die DIN A4 Größe hat. Wenn ich mal das so ein bisschen gefunden habe für mich, was da funktioniert, ja, würde ich dann meine Vorlage auch noch mal abspeichern unter, ich nenne das jetzt mal meine Vorlage, in A4 ungefähr, als Snag-Datei. Dann kann ich die nämlich wieder aufmachen
und weiter bearbeiten und die Bilder erneut ersetzen. Das heißt, einmal eingerichtet, so als in DIN A4 oder in der richtigen Abmessung zumindest, geht es dann ziemlich, ja, arbeitet man ein bisschen schneller und einfacher. Ja, jetzt kam die Frage, kann man das auf mehrere Seiten ausweiten? Das ist etwas, an dem das Team arbeitet. Die wollen das gerne einfügen, dass man wirklich hier richtige Page-Breaks oder Seitenübergänge hat. Noch haben wir das nicht. Das heißt, auch hier würde ich ein bisschen mit Bauchgefühl arbeiten, dass man entweder sagt, ich füge hier, man kann weitere Schritte einfügen, aber dass man sich hier dann durch das Spacing bewusst wird, wo ungefähr die Druckkante ist. Ja, dass man sagt, so, das ist die erste Seite und dann fängt hier die zweite Seite an. Wobei ich ehrlich gesagt, ich würde es folgendermaßen machen. Da haben wir jetzt hier Seite 1, ich gehe noch eins zurück. Ja, Seite 1, das passt. Rechter Mausklick. Dann gehe ich auf Duplizieren. So. Und dann kann ich nämlich hier für die zweite, das wird dann meine zweite Seite, dann kann ich auch hier mit dem Verschiebewerkzeug, kann ich da oben den Bereich löschen. Dann schieben wir das ein bisschen nach oben, fügen dann hier unten noch einen weiteren Arbeitsschritt ein, dass das ungefähr passt. Da unten diese Fußnote brauchen wir auch nicht. Die kann ich auch mit einem rechten Mausklick dann Abschnitt entfernen machen. Habe dann hier meine zweite und meine dritte Seite. Also ideal ist es noch nicht ganz, ist etwas, woran das Team sitzt. Und ich würde es auf diese Weise machen, dass man die erste Vorlage, die erste Seite im Grunde kopiert und dann seine zweite und dritte und dann am Schluss im Grunde die Abschlussfolie auch noch macht. Und wenn man da etwas entworfen hat, was einem auch sehr gut gefällt, wenn man nicht immer wieder hier oben drauf zugreifen würde, dann wie gesagt als Datei im Snack-Projektformat abspeichern, dann kann man die nämlich immer wieder für sich neu aufmachen, weiter bearbeiten und als weitere Kopie abspeichern. Gut, ja, Claire, Fabiana? Ich habe eins, weil ich einfach echt auch neugierig bin. Habe ich auch ein paar Mal hier gesehen. Die haben kein Schachbrettmuster-Hintergrund. Super gute Frage. Tolle Frage. Gibt sofort die tolle Antwort. Und zwar liegt das an den Einstellungen von der Aufnahme. Ich gehe mal hier zu meinem blauen. Ja. Und ich mache mal hier einen rechten Mausklick und da schaue ich mir die Leinwandfarbe an. Und hier müsste das auf transparent gesetzt sein. Kann aber sein, dass es auf weiß ist. Ja, das kann auch eine Standardeinstellung sein, die Sie irgendwann mal in Snagit hinterlegt haben oder Ihre IT. Das heißt, Sie können zuerst probieren, hier die Leinwandfarbe auf transparent zu setzen. Und jetzt kann man dann auch, ich gehe mal wieder in das Auswahlwerkzeug, Transparenz ist ausgewählt, kann ich mir dann auch schön Löcher mit Schachbrett erstellen. Aber es gibt auch die Situation, dass man vielleicht ein Bild aufgemacht hat, da muss ich mal gerade gucken, ein JPEG zum Beispiel, das transparent nicht unterstützt. Mal gucken, habe ich hier eins? Nee, da gehe ich mal gerade auf Öffnen. Mal gucken, habe ich doch bestimmt auf der Festplatte irgendein JPEG liegen. Was haben wir hier? Ach, ein Foto von meiner Arbeitskollegin Danielle. Hallo Danielle. Ja, die wusste jetzt auch nicht, dass er auch im Screenshot dabei ist. Ne? Die sitzt auch bei uns im Verkauf, kümmert sich aber ums Französische. Aber hier handelt es sich tatsächlich um eine JPEG-Datei oder eine Bitmap-Datei. Und die unterstützen keinen transparenten Hintergrund. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Stück rausschneide, ist das weiß. Das heißt, meine Annahme ist, dass Sie wahrscheinlich probiert haben, ein JPEG zu öffnen und deswegen die Transparenz momentan nicht unterstützt ist. Was ich jetzt aber machen kann, hier ist bei Danielle, ist rechter Mausklick, Leinwandfarbe. Und dann habe ich auch hier wieder meine Auswahl und dann kann ich im Grunde das Bild in ein Snagit-Bild sozusagen ein bisschen konvertieren mit transparenter Farbe. Und dann habe ich jetzt auch hier das Muskelmuster. Ja, entferne das nun. Ja, tut mir leid, Danielle, ich will jetzt keine Löcher in deinen Kopf schneiden, aber so ist es nun mal. Muss nun aber aufpassen. Wenn ich das jetzt kopiere oder abspeichere als JPEG, wird dieser Bereich wieder weiß. Und das, was hinten dran ist, kann nicht durchscheinen. Deswegen würde ich in dem Fall dann darauf achten, dass ich sage Datei explizit speichern unter. Und dann wählen wir auch diesmal dann gezielt wirklich das PNG-Format. Denn PNG unterstützt transparente Hintergründe 1a. Dann speichere ich die Sache und habe das nun. Und jetzt können wir es auch kurz ausprobieren. Ich kopiere das mal gerade. Ich gehe mal rüber in unser PowerPoint von vorn, füge Danielle ein und dann sehen wir auch, dass hier das Grau oder das Grün aus dem Hintergrund hier durchscheint. Nochmal, sorry Danielle, ich wollte dir jetzt wirklich nicht den Kopf zerschneiden. Das war einfach nur das, was ich gerade vorliegen hatte. Gut, so, die Zeit tickt. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, Kolleginnen, und dann würde ich es aber auch ganz gerne zu Ende bringen. Ja, weil der Tag auch noch in anderen Hinsichten für viele Leute ruft. Habt ihr noch eine allerletzte Frage oder was Wichtiges, was ihr nochmal hier seht oder fragen möchtet? Ich bin auch gerade am Gucken nochmal. Transparent.
Hintergrund transparent schalten, habe ich schon gezeigt. Genau, es gibt viele Fragen noch für alle, die auf eine Antwort warten. Dann würde ich doch mal, genau, dann eine sehe ich gerade noch, die ist mir gerade ins Auge gesprungen, warum die Zeitverzögerung inzwischen fest vorgegeben ist und nicht mehr frei wählbar. Das ist ein bisschen eine allgemeine Frage zu Snagit, aber da weiß ich die Antwort, die ist auch schön. Und zwar, wenn man, es geht darum, mit einem Zeitauflöser Aufnahmen machen zu können. Hier gibt es das All-in-One und standardmäßig ist es auf 5 Sekunden, weil wir es einfach halten wollten in diesem All-in-One flexiblen Profil, das fast alles abdeckt. Deswegen sind wir hier bei den 5 Sekunden. Aber wenn Sie sagen, Sie brauchen 10 Sekunden oder mehr oder weniger, dann können Sie hier in den Bildeinstellungen sein, haben dann hier die Zeitverzögerung und haben dann hier die Zeitverzögerung, können wir dann auch anmachen und auf eine andere Sequenz gehen, weil das einfach ein bisschen die, ich sag mal, fortgeschritteneren Einstellungen sind in Bezug direkt auf Bildaufnahmen. Ja, das heißt, die nur für All-in-One wurde die auf 5 Sekunden fixiert, besteht aber weiterhin flexibel, wenn Sie hier im Bild bleiben. Und das können Sie dann natürlich, wie ich gezeigt hatte, auch nochmal hier entsprechend abspeichern, damit Sie dann ein Profil mit Zeitverzögerung haben. So, gut, ausgezeichnet. So, ich habe mich jetzt nochmal dazu gemacht, dass Sie vielleicht auch nochmal mich kurz sehen, ganz zum Abschluss. Dann zeige ich ja nochmal die allerletzte Folie. Ja, wir haben natürlich länger gemacht als geplant, aber es ist ja toll, wenn so viele Fragen kamen. Ich hoffe, die Informationen konnten Ihnen weiterhelfen mit Snagit. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie was funktioniert, wie gesagt, können Sie sich gerne bei unseren Tutorials ein bisschen belehren, da ist viele Sachen drin. Sie können uns auch gerne kontaktieren, am besten erstmal über den Support, weil da sitzen die Tech-Profis, die für viele Sachen auch die schnelle, zackige Antwort haben. Und ansonsten freuen wir uns auch so über jede Kontaktaufnahme und Informationen, die Sie uns weiterleiten möchten. Ja, viel mehr gibt es von meiner Seite an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt und ich hoffe, dass wir Sie auch demnächst mal in einem von unseren weiteren Webinaren zu Snagit oder Camtasia oder teilweise auch anderen Themen begrüßen dürfen. In diesem Sinne, schönen Nachmittag und im Namen des gesamten Teams vielen Dank und auf Wiedersehen.